Die 230 Volt Steckdosen im Wohnzimmer sind durch eine 16 Ampere Sicherung geschützt. Frage: Kann man dort gleichzeitig einen Fernseher von 220 Watt, ein Bügeleisen von 1200 Watt und drei Lampen von jeweils 10 Watt benutzen? Wir schreiben zuerst die Angaben auf. Die Spannung U beträgt 230 Volt. Die maximale Stromstärke, die wir mit I Index Max bezeichnen, beträgt 16 Ampere. Die Leistung vom Fernseher beträgt 220 Watt. Die Leistung vom Bügeleisen beträgt 1200 Watt. Und die Leistung einer Lampe beträgt 10 Watt. Was eigentlich gefragt ist, ist die gesamte Leistung von den elektrischen Geräten trennt kleiner als die maximale Leistung? Um das herauszufinden, stehen uns diese drei Formeln zu elektrischer Energie und Leistung zur Verfügung. Wir suchen zuerst die gesamte Leistung. Das ist natürlich die Leistung vom Fernseher plus die Leistung vom Bügeleisen plus dreimal die Leistung einer Lampe, weil ja drei Lampen vorhanden sind. Also so. Und diese Summe ergibt 1450. Die gesamte Leistung beträgt also 1450 Watt. Um die maximale Leistung herauszufinden, eignet sich hier diese Formel P gleich U mal I, denn wir kennen U, 230, und wir kennen I, hier I max 16. Also setzen wir diese Formel ein. Die maximale Leistung ist gleich zur Spannung mal die maximale Stromstärke. Also hier 230 mal 16 und das macht 3680. Die maximale Leistung beträgt also 3680 Watt. Und wir sehen hier ganz deutlich, dass diese Ungleichheit erfüllt ist, denn 1450 Watt ist weniger als 3680 Watt. Somit ist diese Ungleichheit erfüllt? Also die Endantwort auf die Frage lautet ja und demzufolge no problem.